liebe Fadenspieler, heute möchte ich einen Einkaufsbeutel zeigen, wie er auf ganz einfache Art, einfachste Art zu bewältigen ist. Und dafür eben braucht man keine Zickzackmaschine. Ich nehme meine alte Pfaff in diesem Fall, weil ich nur Geradstich brauche. Und ein Bügeleisen natürlich, damit die Stoffstreifen glatt sind. Hier habe ich für die eine Schicht, besteht aus zwei Schichten. Eine Schicht habe ich eine alte Schürze genommen, die nicht mehr so schön war, und habe mir das Beste rausgeschnitten. Das waren zwei Teile. Und für das Doppeltgenähte habe ich mir ein altes Kopfkissen genommen, das zum Teil schon etwas schäbig war, und habe mir das Beste herausgeschnitten in einem Streifen. Hier ist ein kleiner Schlitz zum Wenden. Und für die Henkel der Tasche kann man alle Arten von Gurten oder eben, so wie ich das manchmal mache, mit meinen gewebten Bändern verwenden oder eben auch Stoffreste, die man zu einem Streifen schneidet, doppelt so breit wie das, und dann näht man zu und wendet das Ganze und hat dann damit Henkel. Die einfachste Art und Weise, eine stabile und zweiseitige Tasche zu nähen, die man sogar wenden kann. Einmal auf bunt, einmal auf weiß, wenn man will. Das geht folgendermaßen. Ich lege mir die Henkel zwischen diese zwei Stoffteile mit der Rechtsseite nach innen. Hier muss ich abmessen, den Abstand abmessen auf beiden Seiten und lege dann das zweite Stoffteil darüber. Dann wird gesteckt, damit nichts verrutscht, und diese Seite zugenäht, ganz normal mit Geradstich. Auf der anderen Seite mache ich genau das Gleiche. Ich nehme auch einen Henkel, lege dann den Henkel nach innen. Das muss ich abmessen, den Abstand, damit er gleich ist wie auf der anderen Seite. Und lege das zu und mache natürlich hier auch eine gerade Naht. Wenn die oberen Seiten genäht sind, dann geht es weiter. Dann werden die Stoffstreifen so gelegt, dass das Innenteil und das Außenteil zusammenkommen. Also vorher war es so und nun wird es so gelegt. Die Henkel sind innen. Die Stoffstreifen so legen, damit man die Seiten nähen kann. Und zwar kippe ich dann meine Naht auseinander auf beiden Seiten, lege sie aufeinander passend, dann wird es gesteckt. Dann stecke ich dieses Teil und dieses Teil gerade zusammen, damit alles schön passend liegt, und mache das auf der anderen Seite genauso. Und dann wird hier entlang genäht. Also das ist das Innenteil der Tasche, das ist das Außenteil der Tasche. Und jetzt werden die Seiten auf beiden Seiten, die Seiten zusammengenäht. Gut. Wenn man nur einfache Maschinen hat, wie die Pfaff, die keinen Rückwärtsgang hat, dann kann man die Verriegelung so machen, dass man einfach den Stoff wendet und ein Stück zurücknäht. Und damit hat man auch verriegelt. Eine Möglichkeit gibt es noch, um die Nähte stabiler zu machen, indem man die Nähte generell doppelt näht mit einem Geradstich, wenn man keinen Zickzack hat. Also doppelt nähen bzw. das Verriegeln mit rückwärts nähen, indem man den Stoff dreht unter der Maschine.
Draußen geht die Welt unter, der April. Deswegen brauche ich jetzt Licht und hier geht es ans Wenden. Also hier ist der Schlitz. Wenn man Stoffreste hat, kleine, und muss lauter Einzelteile machen, also vier Einzelteile, hat man ja sowieso hier unten eine Öffnung. Und dann braucht man keinen Schlitz zu schneiden oder zu trennen. So, und dann wird gewendet. Das ganze Teil, der ganze Stoffstreifen, muss also jetzt gedreht werden durch diesen kleinen Schlitz. Ein klein wenig Fummelei. So. Da kommen schon die Henkel. Und der Rest durch. So. Dann sind wir schon bei den letzten Schritten. Also, das ist das Innenteil hier. Und das ist das Außenteil. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, weiter zu verfahren. Zum Beispiel, indem man die Nähte etwas ausstreicht mit dem Nahtmesser und dann noch einmal hier von außen abkippt. Wenn man aber zweimal auf der anderen Seite, als linksseitig, zweimal genäht hat, ist das fast nicht notwendig, aber man kann eine Biese nähen, innen und außen, das verstärkt noch einmal alles, man kann es aber auch lassen. Dann wird hier unten der Wendeschlitz zugenäht und das Innenteil in die Tasche hineingeschoben. So. Gut, und als letzten Schritt noch einmal oben den Rand, den oberen Rand hier absteppen. Zweimal am besten, einmal ganz knapp an der Naht, an der oberen Naht und dann vielleicht noch einmal 1-2 cm nach unten, damit man einen richtig guten Halt hat für die Henkel. So, alles genäht und damit sind wir schon am Ende des Films. Eine Wendetasche, eine stabile Einkaufstasche mit langen Henkeln. Man kann sie auch kürzer machen. Die Größe könnt ihr bestimmen. Ich habe 80 cm mal, also 90 cm, also 45 pro Teil in der Länge und 40 in der Breite genommen. Was eben so anfällt an Stoffen, es kann auch etwas schmäler werden, aber nicht viel. Und auch wegen der Länge müsst ihr aufpassen, dass die Tasche nicht am Boden schleift, dass sie nicht zu lang wird. Aber ansonsten könnt ihr die Größe selbst bestimmen. Und als kleines Tippchen hintenher noch, wenn ihr zum Beispiel Patchwork-Reste habt oder mehrere verschiedene Streifen, die man aneinander nähen kann. So kann man auch mit Applikationen auf dem Deckblatt, also das heißt der Außenhülle, oder sogar Innenhülle Applikation und Außenbund. Es gibt so viele Möglichkeiten, eine schöne Tasche herzustellen und das auch als Geschenk herzurichten mit ganz besonderen Ideen und Techniken auf diese einfache Art. So, mehr ist nicht zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt es verwenden. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss, macht's gut, bleibt gesund.